Und damit willkommen zurück zu Metro Last Light hier unten. Und hier sitzen so ein paar Leute rum und haben ihren Spaß. Besonders der hier. Oh mein Gott. Was geht denn ab, Leute? Was geht denn ab? Hey. Hey, ich hätte gerne Milch. Oder einen Apfelsaft. Hallo? Hey! Oh. Es gibt nicht mehr viele Tickets. Echt nicht? Gib mal her hier, ich brauche ein Ticket. Das Bolshoi-Theater. Es ist ein Leichenschmaus für die Zivilisation. Wovon redest du? Ignorier ihn einfach. Wenn er betrunken ist, zieht er die ganze Truppe runter. Trink etwas Wodka, dann geht es dir besser. Okay, Wodka, man gebe mir Wodka. Ich will erstmal hier dran ziehen. Gib mal, geht nicht. Mist. Oh, ich will mich doch entspannen. Das kann ich vergessen. Was ist denn mit ihm los? Ach du Scheiße. Gut. Eine Gitarre. Schau mal. Ha. Ich will, dass du mir eine Karte gibst. Gib mal, Opa. Ja. Nun gut. Hey. Schön ist's hier. Ganz, ganz toll. Und es gibt Pilze. Oder? Sind das Pilze? Ich komme nicht durch. Ich kann es nicht genau sagen. Hey, Frauen. Tut mir leid. Warum? Was ist passiert? Vidya hat es nicht geschafft. Scheiße. Wir waren auf dem Rückweg. Da erschien ein Dämon. Wir sind alle auf dem Boden und haben auf den Dämon geschossen, bis er floh. Niemand bekam auch nur einen Kratzer ab. Aber Vidya stand nicht auf. Seine Maske, sie war an einem Stein aufgebrochen. Und ihr habt ihn dort zum Sterben zurückgelassen? Nein, Katja. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber es war zu spät. Nein! Vidya! Wir haben ihn dort begraben. Eine gute Stelle. Er hat ein weißes Stein auf das Grab gelegt. Ist ja furchtbar. Lass sie. Ja, ich will doch gar nichts von ihr. Katja, Mensch! Und ihr? Was ist denn los? Na? Hey? Ho? Schüchtern? Alle beide? Oh, du hast mich doch angeschaut. Du Kleines, ihr Rotzgehirn! Papa ist ein Stalker. Er besorgt mir eine dieser Puppen. Mein Papa ist Pilot. Er besorgt mir 100 davon. Wann? Meiner sagt, er bringt sie morgen mit. Mama sagt, wenn er wiederkommt. Wenn ich mich benehme. Aber er kommt erst später. Natürlich. Also wird das nicht so bald sein. Dann lass uns zu Natascha gehen und erstmal mit ihrer Puppe spielen. Gehen wir. Nataschas Puppe? Ich will die sehen. Ohne Scheiß. Wartet mal, ihr Kleinen. Ihr wartet doch mal. Nicht so schnell. Wo ist Nataschas Puppe? Hier hinten irgendwo. Das wird spannend. Hey. Natascha? Okay. Monster Lex, ihr habt mich in den Leck gelockt, ihr kleinen Wichtel. Okay, macht ja nichts. Hat sich anscheinend beruhigt. Oh mein Gott. So, nun aber voran. Wir müssen langsam mal was schaffen hier und heute. Was ist mit ihm los? Ist er tot? Der sieht nicht sehr lebendig aus. Würde er sonst im Schweinedreck schlafen? Oh shit. Was ist denn das hier? Nichts. Geht's hier lang? Nein. Okay. Wir brauchen immer noch Eintrittskarten für dieses Theater. Oder was auch immer. Ja, ist gut. Mensch, Katja! Das kann nicht sein, ich glaube es nicht! Lass den Kopf nicht hängen, Katja, verdammte Scheiße! Immer dieses Rumgeschluchze! Das ist doch ein Dämon, oder? Nun, das ist. In Ordnung, lassen wir es einen
Der ist extrem talentiert. Schau ihn dir an. Der weiß, wie er die Mengen begeistern kann. Ja, die sehen ziemlich amüsiert aus. Wann hört er endlich auf? Es ist so furchtbar. Ich weiß auch nicht. Niemals. Metro 2035. Oh. Das ist natürlich was ganz Neues, Ausgefallenes. Eine kleine Bibliothek. Das gefällt mir sehr. Es macht Spaß zu lesen. Und nun sind wir hier. Hast du genug Geld, um eine Woche durchzuhalten? Eine Woche? 2 Tage vielleicht. Dann ist mein Leben vorbei. Und es hat so lange gedauert, das zusammenzusparen. Auf Nimmerwiedersehen. Wenigstens hatte ich zum Schluss etwas Spaß. Was? Du gibst schon auf? Scheiße, wir könnten immer noch Stalker werden, anstatt nur Helfer. Stalker? Sieh mal, ich habe noch Geld für 3 Tage. Die Getränke gehen also auf mich. Na? Deine Antwort darauf? Ein Stalker. Mann, wenn du jemals Hilfe brauchst, etwas Schweres von der Oberfläche zu holen, dann sind wir bereit, uns dir in ein paar Tagen anzuschließen. Wir nehmen auch nicht viel. Okay. Ich gebe auch nicht viel, also passt schon. Was hast du denn hier, schönes Freund? Messer? Brandgranaten machen deinem Feind garantiert Feuer unterm Hintern. Okay, zeig mal. Brandgranaten, ups. Entschuldigung, was war das denn? Weiß ich nicht. Warum habe ich mich entschuldigt? Verkaufen, oh. Das hier ist das Beste, wenn du alleine bist. Und der Gegner nicht. Ist in Ordnung. Kein Kratzer und kein Rost trifft garantiert. Diese Sachen könnte ich verkaufen. Also das hier zumindest. Jetzt bist du einfach nur verkaufen. Gierig. Also die sind vielleicht nicht neu, aber von guter Qualität. Weg damit. Okay, was mache ich damit? Brauche ich das? Was meinst du? Diese Patronen sind gut, auch wenn sie handgemacht sind. AK-Munition ist das. Die behalte ich mal. Davon brauche ich ein bisschen was. Oh shit, ich habe was gekauft. Du solltest unbedingt welche davon kaufen. Ah, wollte ich gar nicht. Dummer Mist. Stahlkugeln. Die sind klasse. Kauf sie, bevor der Preis steigt. Ja, ja, du, weißt du, Freund. Tschüss. Na dann, viel war lustig. Du bist hier hey, wie geht's euch? Frischer Fisch. Lebt er noch? Höchstwahrscheinlich. Was hast du? Oh, Klamotten. Leder. Feine Lederwaren. Originales Design. Niedrige Preise. Zeig mal, ich will mich anziehen, irgendwie anders. Lederjacken und Mützen. Geht nicht. Okay, was hast du? Pilze. Klasse Pilze. Es gibt einfach nichts Besseres. Pilze, Letzte Portion übrig. Oh, neue Waffen. Beziehungsweise irgendwelche Waffen. Zeig mal her. Was hast denn du noch so? Eintauschen und verkaufen. Ah. A-U-I-A-L. Ich will mal sehen, was du noch so hast. Sind das deine einzigen Waffen hier? Die beiden, die da hängen? Die hier? Reicht mir nicht. Achso. Nee. Ich will aber nicht wiederkommen. Du hast ja nichts für mich. Nur irgendeinen Bullshit. Salo normal, salo geräuchert, Talg, Schmalz, Bratschinken. Bratschinken, achso. Frisch zum Rösten. Frisch. Schmeckt himmlisch. Wo kommst denn du her? Pizza, frisch, getrocknet. Leute, kauft Pizza. Zur Selbstverteidigung. Okay, gut. Wir fahren fort. Das Zeug ist klasse. Yeah. Besseres gibt's nicht. Finde ich auch. Ich weiß nicht. Es ist verboten. Vielleicht trinke ich lieber was. Du kannst überall trinken. Das hier ist Theater. Da geht alles ab. Hey, ich zwing dich zu nichts. Komm nur nicht in 10 Minuten wieder, wenn du es dir anders überlegt hast. Genau. Ist es weg? Warte mal, ich muss nachdenken. Denk schneller. Da, guck. Da ist schon ein anderer Tourist. Wenn du das nicht kaufst, tut er es. Ja. Ich hab Geld. Schon gut, schon gut. Ich nehme es. Okay. Gib's ihm.
Handschlag? Das war Hass? Danke, Mann. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Idioten nie dazu gekriegt, es zu kaufen. Wenn du selbst etwas willst, dann komm am Abend wieder. Ich erwarte eine neue Lieferung. Okay, cool. Ich freue mich. Was ist denn das hier? Guck mal, was zum Lesen. Schön. Wir haben also etwas gesammelt. Bolschoi, Eintrag 1. Pavel braucht etwas Zeit, um alles vorzubereiten. Die Bürger anderer Stationen brauchen eine Erlaubnis, um die rote Linie zu betreten. Der Staat ist in permanenter Vorbereitung auf den Krieg und sieht daher in jedem Außenseiter einen Spion. Also habe ich etwas Zeit, mich im Theater umzusehen. Diese Station ist eine echte Legende in der Metro, ähnlich wie die Polis, mit dem Unterschied, dass in der Polis viele der Wissenschaftler sind, die überlebt haben und das Theater eher als Kulturhauptstadt der Metro betrachtet wird. Oh. Das ist fein. Sehr, sehr fein. Ihr habt Spaß. Soll ich mich jetzt anstellen oder was? Hey, Pavel! Nun, Artyom, ich habe alles arrangiert. Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Okay, na los, dann tritt voran. Hey, hier, zeig mir eure Tickets. Wir haben keine Tickets. Doch haben wir! Oh, natürlich. Kommt rein. Hey, hat funktioniert. Also, du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Okay, ich würde es gern sehen. Maestro, wenn Sie so nett wären, der Konkord. Wow, ist das schön. Ich muss näher ran. Das ist doch einfach nur krass, oder was? Guck dir doch mal an, wie die hüpfen! Was lachst denn du da? Das ist nicht zum Lachen. Ganz und gar nicht. Die Linke ist ein bisschen langsam. Ah, oh, schön. Geht's weiter? Bühne hat es nie zuvor etwas Vergleichbares gegeben. Es tut mir jetzt für die anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, werden nach solch einem Spektakel kaum der Rede wert sein. Aber ich bin mir sicher, dass Sie mit der hoch angesetzten Latte der Erwartungen zurechtkommen werden. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Dieser Mann lacht der Gefahr ins Gesicht, fordert die Natur heraus, trotz dem Gott dieser neuen Welt, und beweist wieder einmal, dass die Menschheit über alles herrscht. Ein warmes Willkommen für Leonid Bury, unseren außergewöhnlichen Dompteur mit seinem, Schrecken unserer Stadt. In unserer Stadt. Ich bin gespannt. Wuhu, komm raus! Ah. Allez, hopp! Allez, hopp! Das Vieh ist ganz schön eklig. Buh, buh! Allez, hopp! Nein. Mach weiter, was ist cool. Hab ich dir gesagt? Alle! Du dummer Freak! Alle! Oh nein, komm schon! Wo bist du? Ja, komm zurück! Oh Mann! Noch ein äußerst beeindruckender Sieg, bei dem die menschliche Intelligenz über Mutanten triumphiert. Wo wir gerade von Mutanten reden. Selbst in unserer Station sind Gerüchte zu hören, dass eine neue Art an der Messe entdeckt wurde. Furchterregende Bestien, schwarz wie die Nacht, unbesiegbar und in der Lage, in jedem, der sie sieht, den Wahnsinn auszulösen. Aber selbst die waren kein Gegner für die menschliche Genialität. Die Jungs von der Messe haben bemerkt, dass sie die falschen Pilze gekocht haben.
Als sie wieder zum traditionellen Rezept übergingen, waren die Mutanten verschwunden wie der Morgentau. Was? Einen kräftigen Jubel für die Helden von der Messe. Yay! Helden von der Messe! Und die Show des heutigen Abends geht weiter. Es wird Zeit, unserer Show eine lyrische Stimmung zu geben. Wir präsentieren Ihnen das Genie der Kammermusik, den berühmten Akkordeonspieler Kolja Poscharny mit seinem Meisterwerk »Mein Herz strebt nach dem Himmel, stößt aber gegen die Decke und fällt wieder herunter.« Oh nein! Eine Runde Applaus, bitte! Ah, wie geil! Wahnsinn! Supi! Vielen Dank. Okay, ich setz mich wieder hin. Hey, was ist mit dir los? Seele wird niemals wieder gleich erklingen. Deine Musik hat ihre Saiten mit so viel Kraft berührt. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Heute habe ich die Ehre, Ihnen den heißesten und explosivsten Auftritt diesseits des Atlantiks bieten zu können. Das heißeste Spektakel des heutigen Tages. Unsere Feuershow. Einen Applaus, um unsere Darsteller willkommen zu heißen. Yay, Feuershow! Oha! Na, wenn das mal nicht gegen die Brandschutzverordnung ist, Leute. Macht ihr auch noch was anderes? Total überwältigend. Unglaublich. Einfach unglaublich. Naja. Ich bin noch ein kleines bisschen zu heiß. Nur noch wenige Grade mehr und ich wäre verkohlt. Vielen Dank, liebe Freunde, vielen Dank. Aber ich muss sagen, dass wie heiß auch immer das war, die Mädchen waren noch etwas heißer. Leute, ihr müsst euch der Herausforderung stellen. Vielleicht probiert ihr es mit einem Flammenwerfer. Oh, dieses Gegröle. Immer geht es weiter, liebes Publikum. Bitte heißen Sie willkommen den Arpeggio-Virtuosen, den Gott des Legato und Dämon des Tremolo. Unseren Lieblingsschüler von Mel Basch und Wladimir Manilow, den besten Gitarristen unseres neuen Zeitalters, Viktor Minchuk mit seinen Fantasien. Bitte heißen Sie unseren Virtuosen willkommen. Oh. Pass mal auf. Das ziehen wir uns in der nächsten Folge rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann gibt's den Viktor mit seinen Fantasien. Das wird toll. Ich freue mich. Und es kann
Ich will nur besser werden. Nun, dann, ja, bis dann.